Wir befinden uns hier in Kufstein in einer historischen Villa mit angrenzendem Neubau. Hier ist die Servicezentrale der Kurzentren. Davon sind 9 in Österreich. Wir koordinieren die Kurzentren und machen daraus ein erfolgreiches Unternehmen. 4 Sterne für Ihre Gesundheit, das ist das Motto der Kurzentren. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bedarf es großen Bemühens von uns allen. Das gute Arbeitsklima in unseren Unternehmen und der positive Teamgeist sind Voraussetzung dafür, dass unsere Gäste sich wohlfühlen und wiederkommen. Der Erfolg unserer Häuser hängt also in erster Linie von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ab. Deshalb legen wir Wert auf eine gute Ausbildung, laufende Schulungen und Fortbildung. An erster Stelle steht der respektvolle Umgang miteinander, vom Lehrling bis zur Geschäftsführung. Wir sind bestrebt, den Menschen mit seinen Fähigkeiten, seinem Tun und seinen Gefühlen in den Mittelpunkt zu stellen. Die Arbeit im Kurzentrum soll Freude machen. Sehen und hören Sie nun, was unsere bereits erfahrenen Mitarbeiter der verschiedenen Berufsgruppen zu ihrer Tätigkeit im Kurzentrum zu sagen haben. In unserem Kurzentrum haben wir in der Therapieabteilung 42 Mitarbeiter beschäftigt. Dieser Bereich unterteilt sich natürlich in Ärzte, Verwaltungspersonal und natürlich der große Bereich der medizinische. Und bei uns im Kurzentrum arbeiten zu dürfen oder können, ist natürlich eine gewisse Ausbildung und Abschluss erforderlich. Das heißt, nur mit fundierter medizinischer Ausbildung hat man die Möglichkeit, in einem Kurzentrum wie bei uns zu arbeiten. Die Unterteilung in den medizinischen Bereichen ist natürlich sehr vielfältig, von der Elektrotherapie angefangen, Packungsabteilung, Wannenbadabteilung, natürlich auch viele Massagemöglichkeiten. Ich bin hier vor Ort der Psychologe, fachausgebildeter klinischer und Gesundheitspsychologe. Ja, an der Arbeit in einem Kurzentrum interessiert mich besonders, dass wir sehr vielen Kontakt zu unseren einzelnen Patienten haben. Die Arbeit von uns schaut so aus, dass wir teilweise Vorträge im Bereich der Gesundheit, besonders Körper und Geist, halten. Natürlich haben wir auch eine Fülle von einzelnen Gesprächen in den ganz unterschiedlichen Feldern, vermehrt in letzter Zeit stressbedingte Erkrankungen. Deswegen bieten wir auch im Kurhaus unterschiedliche Formen der Entspannungstechniken an, die wir hier in Gruppen, aber natürlich auch im Einzelnen lernen können. Ich bin Physiotherapeutin, arbeite seit 2 Jahren im Kurzentrum Bad Vöslau, habe sehr viele verschiedene Aufgaben hier, unter anderem die Heilgymnastik Einzel, wo ich individuell für den Patienten am Patienten arbeite, die verschiedenen Gruppengymnastiken hier im Kurzentrum, Wirbelsäulengymnastik, Schultergymnastik und die Unterwassergymnastik. Ich kann sehr viele Ideen mit einbringen in meine Arbeit. Wir haben ja ein sehr vielfältiges, verschiedenartiges Aufgabengebiet. Wir sind sehr teamfähig, was auch sehr wichtig ist in unserem Beruf. Ich bin diplomierte medizinisch-technische Fachkraft. Und das 7. Jahr jetzt im Haus. Meine Tätigkeiten sind die Elektrotherapie, die Strombehandlungen und unter anderem auch die Blutabnahmen bei den Ärzten. Und ich arbeite hier sehr gerne, weil die Zusammenarbeit toll funktioniert, weil das Team super ist und weil ich gern mit Leuten zusammenarbeite. Ich bin medizinischer Masseur im Kurzentrum Bad Vöslau, mittlerweile seit 2 Jahren. Es ist eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit, man hat sehr viele Einsatzmöglichkeiten, wie zum Beispiel Elektrotherapie, Ultraschall,
Packungsanwendungen, Massagen, Wannenbäder. Ich arbeite sehr gerne hier, denn hier herrscht ein sehr gutes Betriebsklima. Man kann sich ausgezeichnet mit den Kollegen austauschen. Ein Vorteil ist auch die Gratisverpflegung hier im Kurzentrum. Und vor allem, wir müssen keine Überstunden machen. 40 Stunden sind bei uns auch wirklich 40 Stunden. Als Berufseinsteiger in den medizinischen Bereich hat man bei uns natürlich auch die Möglichkeit, als Praktikant tätig zu werden. Das heißt, wenn Sie auf der Suche sind, nach der theoretischen Ausbildung, Ihrer medizinischen Ausbildung, einen Praktikumsplatz zu finden, dann sind Sie bei uns ganz richtig und uns würde es freuen, wenn Sie sich hier melden und bewerben. Wir sind für jede Bewerbung sehr dankbar und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Nach erfolgreich abgeschlossenem Studium ist man eigentlich voll Elan und ist motiviert und ist bereit, seine Ideale zu verwirklichen. Aber im Krankenhaus, nach anfänglicher Euphorie, sieht man dann die wirkliche Realität, dass man eigentlich Wochenendarbeit hat, Nachtdienste bis zu 30 Stunden, Überstunden und kein Privatleben. Während dem Turnus habe ich mir da schon überlegt, das Kurarztdiplom zu machen und das hat sich dann zufällig ergeben, dass da das Kurzentrum erbaut worden ist. Bad Bleiberg ist eben mein Heimatort und das trifft sich dann ganz gut, dass ich da auch arbeiten kann und seit 10 Jahren bin ich jetzt schon im Kurzentrum Bad Bleiberg tätig. Es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man den Patienten helfen kann, wenn man sieht, dass die Therapien den Patienten gut tun, dass man mit den Patienten sprechen kann, man kann die Patienten beraten, man kann ihnen Zeit schenken. Man ist für viele Patienten wirklich eine Vertrauensperson, vor allem auch für die Stammgäste. Meine Aufgabe sehe ich auch in der Prävention, in der Prophylaxe und in der Lebensstilmodifikation. Also die Herausforderung da an dieser Stelle im Gegensatz zum Krankenhaus war, dass man wirklich mehr Zeit für den Patienten hat. Man hat wirklich eine ausführliche Anfangsuntersuchung. Man sieht den Patienten auch zwischendurch, wie es ihm geht. Man hat eine Abschlussuntersuchung. Das ist im Gegensatz zum Krankenhaus wirklich ein großer Vorteil, dass man sich auch internistisch auf den Patienten, nicht nur für Bewegungsapparat und Atemwege konzentrieren kann. Man sieht wirklich teilweise sehr schöne Erfolge. Das ist auch das Schöne bei diesem Beruf. Man kann den Patienten 3 Wochen lang begleiten. Das Klima unter uns Ärzten vor allem ist recht entspannt und auch bitter notwendig, dass wir in der Mittagspause beim gemeinsamen Mittagessen ein bisschen drucklos werden und uns über unsere Patienten auch austauschen können. Wichtig ist vor allem, dass wir mal jeden Tag einmal ein bisschen zusammensitzen und jeder über seine Situation berichten kann. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und dass auch Sie bald zu unserem Team gehören.